Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wienengebirges. Heute machen wir Big Mac mal anders. Wenn ihr sehen wollt, was ich anders mache, dann gerne nach dem Intro. Big Mac kennt ihr alle. Dafür braucht man Hackfleisch. Haben wir hier. 800 Gramm. Dann brauchen wir für Big Mac immer Gurke, Käse, Zwiebeln, Salat. Salat weiß ich noch nicht, das andere ja. Und wir brauchen eine Big Mac Soße, die machen wir selber. Da habe ich hier schon mal diesen Gurkenrelish fertig gekocht heute Morgen. Der ist jetzt auch schön kalt. Das heißt, wir machen die Big Mac Soße gleich selber. Die habe ich schon mal auf meinem Kanal gemacht. Wenn ihr genau wissen wollt, wie man das Relish macht, dann hier oben klicken. Dann findet ihr auch dieses leckere Relish bzw. die komplette Soße. Wir machen jetzt gleich nur die halbe, weil Relish schon fertig. Und dann packen wir das Ganze nicht im Burger Bun, sondern das hier. Das ist ein Teig, kann man sehen, ne? So, und der hat ganz viel Luft, also der wird nicht mal die Hälfte von dem sein. Der ist auch ganz frisch gemacht, also der geht jetzt eine Stunde. Das Rezept für diesen genialen Teig natürlich, ihr seht das schon, ne? Auch unter dem Video. Aber den brauchen wir später. Da sage ich auch weiter nichts zu, den lassen wir erst noch stehen. Wir machen jetzt Folgendes, wir bereiten das Fleisch vor, würzen das, braten das kurz an, von beiden Seiten scharf. Dann kommt das erstmal runter und dann geht es weiter. Wir fangen mit dem Fleisch an. Hackfleisch hatte ich gesagt, 800 Gramm. Das würzen wir nur mit Salz, Paprika, Edelsüß und Pfeffer. Ja, die Menge auch, wie gesagt, unter dem Video. So, da ballern wir da einfach mal so drüber. Und dann kommt da auch nichts anderes mehr dran. Kein Öl, kein Wasser, kein gar nichts. Aber das ganze gute Hackfleisch, das muss jetzt durchgeknetet werden. So, und das machen wir jetzt so 5 Minuten lang. Dass wirklich eine Faser entsteht, dass sich das Gewürz super verteilt. Und wie gesagt, 5 Minuten kneten. Hackfleisch ist gewürzt. Wir haben es euch gleich zu Kugeln gemacht. Haben wir natürlich die Schale auf der Waage, damit alle 4 Kugeln die gleiche Gewichtsklasse haben. So, die haben jetzt 205 Grad, Gramm. Und diese 205 Gramm, die packen wir jetzt hier in unsere Burgerform. Ne? So. So rein, nehmen dann diesen Deckel und Deckel und Schieber oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und dann drücken wir die mal so in passender, bis nichts mehr geht, bis rauskommt am Rand. So, schauen wir mal, ob das was geworden ist. Deckel raus, Boden ab. Jo, kann man machen. Sieht gut aus, ne? Oh, den nehmen wir vorsichtig hier ab. Also das ist ein Burger Patty, ne? Also das ist nichts für kleine Leute, ne? Also der sieht mal toll aus, der ist schön dick. Und hat 200 Gramm oder 205. Machen wir natürlich mit allen Vieren, weil wir ja 4 Burger machen möchten. Weil die Kinder möchten unbedingt auch einen Burger, aber davon Big Mac ohne Gurke. Die essen keine Gurke, da habe ich doch kein Problem, lassen wir die Gurke weg. Den Relish kriegen sie sowieso durch die Big Mac Soße, da ist Gurke drin. Aber da ist auch mehr frische Gurke drin. Aber wie gesagt, das Video bzw. das Rezept. Unterm Video oder auf meinem Kanal hatte ich euch ja vorhin gezeigt, wo es das gibt. Auf jeden Fall pressen wir jetzt erstmal alle 4 von diesen leckeren Hackfleischbällchen. Die Patties sind fertig. So, die Platte hier, die Plancha, die haben wir drauf. Da machen wir jetzt so einen kleinen Tropfen Öl und dann machen wir 4-mal. Mehr brauchen wir da nicht. Eigentlich brauchen wir gar nichts. Aber wir wollen das ja so ein bisschen elegant anbraten. So, dann nehmen wir natürlich alle 4 Patties hier. So sehen sie jetzt aus, ne? Kann man machen. So, und die 200 Gramm Geräte. 1, 2, ich hoffe, ihr zählt mit. 3, kennt ihr Graf Zahlf aus der Sesamstraße damals? Der hat auch immer gezählt. 4, oh, Graf Zahlf, der war cool. So, und diese Geräte, die braten wir jetzt scharf an, aber nicht durch. So dass die Mitte kann ruhig rot bleiben, total egal, weil die kommen nachher noch, erzähle ich euch später. Die Patties werden gewendet. So, und nachher machen wir einmal hier den Schmeißi. Sehen gut aus, ne? Kann man machen. So, ein bisschen zusammenlegen. So, aber jetzt würde ich noch so einen Tropfen Öl dran machen, weil wir wollen ja nicht verbraten, sondern anbraten. So, hier sind so eine Spur und eine in der Mitte. So, das reicht. Ihr hört es auch schon, geht voll ab hier gleich. Super.
So, die waren jetzt gute 2 Minuten drauf. Wir machen jetzt noch mal 2 Minuten und in der Zeit warten wir. Wir warten natürlich nicht. Wir machen nämlich die Burger-Soße, und zwar die Big Mac-Soße. Dafür haben wir hier Mayonnaise, 50%, Ketchup und Senf, ballern wir mit rein. Rezept, wie gewohnt, unter dem Video, hatte ich schon gesagt. So. Ran mit dem Zeug. So, an der Seite. Dann haben wir hier Gurkenrelish. Wie gesagt, den hatte ich heute Morgen auch schon gemacht. Rezept hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Über dem Video oder unter dem Video. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr dem Link folgt. Aber da machen wir jetzt erstmal so, ich sag mal, 6 Löffel von dran. So. Dann haben wir hier den Saft von den Gurken. Da können ruhig ein paar Senfkörner drin sein. Die sind hier in dem Relish auch mit drin. Den geben wir da dran, damit wir dann die passende Konsistenz kriegen und auch den Geschmack. Das Relish ist so gewürzt, dass, ja, mehr brauchen wir nicht. Also kein Pfeffer, kein Salz, kein Senf, nichts mehr extra dran. Doch, Senf hatten wir ja mit Ketchup. Aber Salz, Pfeffer, Zucker, sage ich mal, brauchen wir nicht extra. So, und jetzt kommt auch diese leicht cremige Farbe vom Ketchup. Und die Konsistenz könnt ihr schon sehen, ne? Hammer. Diese Soße, die lassen wir jetzt kurz ziehen. Und dann, ja, dann wird die kurz einmal, wegen der hohen Stückigkeit, ihr seht, die ist stückig, mit dem, wie heißt das Ding? Diese wie? Ach, Pürierstab. Ja, Pürierstab heißt das Gerät. Wird die einmal püriert, beziehungsweise ein bisschen zerkleinert, dass das nicht so große Stücke sind. Aber jetzt lassen wir das kurz einmal ziehen und dann geht es hier gleich an Ort und Stelle weiter. So, die Fleischklopse hatten auch noch mal hier jetzt 2 Minuten. Ja, die sind sehr saftig. So, die nehmen wir jetzt einfach runter. Sie sind natürlich noch in der Mitte komplett roh. Dürfen sie auch sein. Und hier, schöne Fett hier, ne? So. Den Grill lasse ich jetzt offen, wohlweislich. Warum? Weil wir jetzt Zwiebeln schneiden und möchten ganz gerne die Röststoffe von den Burger-Patties hier mitnehmen. Und ja, den lassen wir offen. Wie gesagt, wir schnippeln jetzt gleich Zwiebeln und dann geht es weiter. Zwiebeln. Dafür nehmen wir Zwiebeln, eine ganze, halbieren die und schneiden die dann so in 4-5 mm Streifen, seht ihr, ne? Diese Größe hier oder diese Güte. So, wenn wir so ein Ende haben mit so einem Strunk drin, den packen wir natürlich sofort an der Seite, weil der ist nicht so toll. Vorne, hinten, das ist vorne, so, und dann das Gleiche. So, da müsst ihr jetzt sehen, was ihr an Röstzwiebeln haben möchtet. Ich habe jetzt hier 4 Zwiebeln genommen, davon 2 größere und 2 kleinere, 2 weiße und 2 rote. Und die schnippeln wir jetzt hier mal so runter. So, Zwiebeln geschnitten. Brett, Kratzer hier oder keine Ahnung, wie die Ding heißt, Palette. So, und die Zwiebeln einfach so, wie sie vom Brett kommen, auf die Plansche, wo wir vorher die Burger angeburzelt haben. So, boah, das duftet schon mal lecker. Und da haben wir hier unten noch das Fett, so ein bisschen nach oben ziehen, reicht völlig aus. So, und jetzt ein bisschen platt drücken die Dinger. Oh, herrlich. Liebe Röstzwiebeln. Und die würzen wir nur mit ein bisschen Salz, sonst gar nicht. Aber jetzt dürfen sie erstmal 2 Minuten unterm Deckel vor sich hinschmoren. Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. So sehen sie jetzt aus. Wir haben gerade kurz vor Ende nochmal von den Burger Patties der Saft, der sich in der Schale gesammelt hat, einmal so eine Runde oben rüber. Das ist nochmal ein zusätzlicher Geschmack. Sie sehen auf jeden Fall mega aus, riechen gut. Wie gesagt, von meiner Seite aus nur Salz dran. Ihr könnt gerne Pfeffer dran machen, einen wollen wir aber nicht. So, und die nehmen wir jetzt runter. Die dürfen dann ein bisschen kalt werden, ist gar nicht schlimm. Weil die sind garantiert am Ende wieder heiß. Die duften herrlich. Jetzt fehlt mir auch überhaupt kein Knoblauch, weil die sind schon sehr genial. Ich hoffe, ihr esst Zwiebeln genauso gerne wie ich. Du kommst hier hin. So. So sehen sie aus. Die nehmen wir jetzt mit. Die Plansche kann gleich runter, weil da kommt jetzt, sage ich noch nicht. Nein. So. Jetzt geht es an die Soße, beziehungsweise an die Big Mac Soße, die ist ja noch stückig. So, jetzt nehmen wir unseren Tauchsieder, hätte ich fast gesagt, unseren Pürierstab und hauen ihn einmal kurz rein.
Aber wirklich, das braucht nicht lange. Wir wollen eine ganz leichte Stückigkeit behalten. Heißt, ja, ihr seht das schon. Könnt ihr natürlich auch halten wie ein Dachdecker, aber wichtig vielleicht noch, achtet darauf, dass genug Mayonnaise bzw. Produkt hier im Kessel ist, hätte ich fast gesagt, im Topf, weil zu wenig, das Zeug fliegt euch um die Ohren und das ist doof. Ja, ich würde sagen, ne, eine ganz leichte Stückigkeit wollen wir haben. Also ich sage jetzt mal so im Ganzen, wenn man das durchpüriert, 5 bis 8 Sekunden. Das sind ja nur mal Bruchteile, weil die Schale auch nicht so voll ist. Aber genauso lassen wir sie jetzt. Geht weiter. Wir machen jetzt, nein, wir machen nicht den Teig, wir machen die, ich sage jetzt mal, Buns. Ne? So, wir haben hier genau 700 Gramm Teig. Heißt, wir brauchen, wenn wir 4 machen, 175 Gramm. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier von diesem Kügelchen hier gute 175 Gramm ab. 170 haben wir schon, so. 177 war schon 2 Gramm zu viel. So, 176 geht. So, und jetzt nehmen wir hier und machen aus diesem Teig erstmal schöne kleine Kügelchen. Und das Ganze 4 Mal. Und wenn wir die haben, dann legen wir die kurz an die Seite, weil wir ja 4 Stück brauchen. Und die dürfen wir auf die Arbeitsfläche legen, machen die Waage wieder auf 0, wenn es denn funktioniert. Jo, und dann nochmal das Gleiche. So geht weiter. Hier sind schön Teigkugeln. Die drücken wir so ein bisschen in eine Runde, so dass die so schön rund sind. Sehen aus wie so ein, ne? Bann, aber wir machen da jetzt kein Bann von, sondern wir nehmen hier Mehl, drehen den einmal und jetzt nehmen wir das Nudelholz, reiben das ein bisschen mit Mehl ein und jetzt rollen wir diese Dinger, wenn es geht, so rund wie möglich. Dabei dieses schöne runde Tellerchen, das mache ich jetzt nur, damit das Mehl hier nicht auf der ganzen Arbeitsfläche landet. Aber wir wollen schon eine schöne Stärke haben. Funktioniert auch, aber wir müssen den Teig ausrollen. Da lobe ich mir meinen Pizzateig. Den drückst du aus. Also der wird jetzt nicht gerollt. Der wird einfach gedrückt in eine Richtung. Und dann funktioniert das. So, den drehen wir jetzt einmal um. Sieht gut aus. Und mal von der anderen Seite. Ist dann einfacher. Müssen wir natürlich dann mit allen 4 Teiglingen machen, sage ich jetzt mal. Das machen wir auch. Am Ende wird das Ganze natürlich dann eingestrichen mit Eigelb und Milch, damit ihr eine schöne Oberfläche bekommen. Und da kommt dann noch Sesam drauf, damit die Sesamkörner kleben bleiben. Aber das Ei ist heute ein bisschen wärmer und hier in Hütte ist es sowieso warm. Deswegen mit Ei bin ich mal ganz vorsichtig. Das machen wir dann ganz frisch auf. So, ich glaube fast, wir haben gleich die Größe erreicht, die wir möchten. Ich denke, das sollte reichen. Wir wollen ja auch so ein bisschen Teig um den Burger haben, beziehungsweise um das Patty. Kannst du da mal festhalten? Mal. So. Ja, holt euch, wenn es geht, eine dritte Hand, weil 2 brauchst du hier für dieses komische Holz. So, ich sag mal, so diese Güte sollte es haben. So, Holz an der Seite. Jetzt nehmen wir hier eine von unseren schönen halbgaren Burger Buns. Burger Patties, legen wir drauf, mittig natürlich. Dann nehmen wir hier unsere Soße und dann nehmen wir hier mal so einen dicken Löffel, die ballern wir da erstmal drauf. Die kann ruhig ein bisschen laufen, ist gar nicht schlimm. Dann nehmen wir Gurkenscheiben. So, da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch die Gurkenscheiben nicht abhauen. So, dann nehmen wir noch mal so ein schönes Stück Käse. Da gibt es Schablettenkäse hier, einfach aus dem Handel. Wird ja bei McDonald's auch genommen, auch drauf. So, und jetzt kommt's. Jetzt nehmen wir uns einen kleinen Löffel und ballern da noch mal so ein bisschen Zwiebeln drauf. Die frisch angeschmorten. So, auch so ein richtiges Pfund. Ein bisschen platt drücken.
Und dann nehmen wir noch mal eine Scheibe von dem Käse. Und die halten wir kurz in der Hand, weil jetzt noch mal so einen kleinen Löffel von der Soße. So. Drauf. Ein bisschen runterdrücken. So, und jetzt nehmen wir den Teig. So, und den ziehen wir so zusammen. Von allen vier Seiten erstmal. So, und dann die Ecken auch nochmal. Ein bisschen Paket einpacken, ne? So. Und jetzt knuffeln wir das Ganze hier, den Teig so richtig schön zusammen. Der verbindet sich ja dann, es dauert ein bisschen länger, weil jetzt frisch Mehl dran ist. So, wenn ihr das geschafft habt, dann nehmen wir ein Messer oder eine Schere. Die haben wir hier auch irgendwo liegen. Jo. So, und jetzt nehmen wir dieses Fund hier und schneiden den einfach ab. Also wenn er so ein bisschen aufgeht, ist nicht schlimm. So, und jetzt drehen wir das Gerät und packen den so, wie er jetzt ist. Drücken wir noch ein bisschen runter. So, seht ihr, ne? Den packen wir jetzt aus Backblech. Das haben wir hier irgendwo stehen. So, Backblech oben drauf. Oh, die Hütte wird langsam zu klein, ich muss eine größere haben. So, und das machen wir jetzt mit allen vier, ja, mit allen vier Teiglingen, beziehungsweise drei haben wir noch. Das ist der Nummer vier, ist ja schon fertig. Und wenn die alle fertig sind, dann kommt das Eigelb. Was soll ich sagen? Brutal, oder? Das wäre ein Burger. Alter Verwalter. So, jetzt nehmen wir hier unser, das ist Eigelb. Eigelb mit Milch gemischt. So, dann nehmen wir, ja, ich glaube, ein Eigelb und drei Esslöffel Milch haben wir genommen. Und da ballern wir hier mal so ein bisschen drauf. Dürfen ruhig ein bisschen kleckern, ist nicht schlimm. Ist damit das Ganze so einen schönen goldenen Deckel kriegt, hätte ich fast gesagt. Und damit die Sesamkörner gleich halten. Nur das hier ist für unsere Söhne. Da haben wir die Anfangsbuchstaben oben drauf geklebt. Von ihrem Namen oder von deren Namen. Damit zu keinen Verwechslungen kommen, weil einer ist keine Gurke, einer ist keine Zwiebel. Und da wollen wir jetzt nicht ausreizen. So, das K kann man erkennen. Schauen wir mal. So, und die müssen jetzt so für, ja, weiß ich noch gar nicht genau, so 15, 20 Minuten vielleicht. Bei 180 Grad auf dem Grill, indirekt natürlich. So. Eier an der Seite. Jetzt nehmen wir die Sesamkörner und dann mal so eine Runde hier. Dass das wenigstens so aussieht, ne, wie ein Burger. Das ist ja mehr so eine, was ist das, Calzone, Kuchen, weiß ich gar nicht. Schreibt mal unter Videos oder unter meinem Video, was das hier für ein Burger ist. Ist mal anders, ja. Ich hoffe, er wird auch am Ende so sein, dass er lecker wird. So, das reicht. So, die nehmen wir jetzt, die beiden äußeren Brenner, wie gesagt, auf Vollast, 180 Grad. Und jetzt habe ich hier so ein Stöfchen drunter, könnt ihr sehen, ne? Das heißt, wir setzen das Ganze so ein bisschen höher, weil hier oben ist mehr Temperatur. So, und jetzt so für 15, 20 Minuten hoffe ich, dass wir dann fertig sind. Ja, und dann schauen wir mal. 25 Minuten sind rum. Schaut mal. Oh, zwei sind ausgelaufen. Ja, das scheint ein bisschen Käse zu sein oder Soße. Oder vielleicht auch sogar drei. Oh nein, bitte nicht. Nein, nicht schlimm. Nehmen wir so. Aber wir machen jetzt den Grill aus. Drehen natürlich das Gas zu. So, und jetzt nehmen wir die, so wie sie sind. Boah, wie gut. Stellen die erstmal rüber. Und jetzt decken wir die noch für einen kurzen Moment mit dem Tuch ab. Weil ich denke, die werden sonst zu knusprig sein. Und ja, jetzt warten wir mal ein paar Minuten. Ich sag mal so 3, 4 Minuten, 5 Minuten und dann wird verkostet. Fertig. So, wir nehmen jetzt mal hier so einen Kugelfisch und den Tang. Ah, hört sich gut an. Ja, so sieht er aus. Ne? Ist ein bisschen läuft die Suppe an der Seite raus, ist aber nicht schlimm. Und den schnippeln wir jetzt einfach mal richtig fett mittendurch. Oben scheint er ein bisschen knusprig zu sein. Ich denke mal, da wird jetzt viel Flüssigkeit vielleicht rauslaufen. Kann sein, ja. Ja. Ist jetzt aber ist schön durch, ist sehr saftig. So, jetzt habe ich oben ja den Hohlraum. So, da habe ich natürlich gedacht, da nimmst du hier so ein paar Salatblätter und die stopfst du da rein. Deswegen haben wir hier diesen kleinen Salat genommen. So, drehen wir natürlich noch um, sieht besser aus. So soll er aussehen und so sieht er auch aus. So, wir mussten kurz unterbrechen. Wir haben Ketchup vergessen und Pommes. Ja, ne, hat meine Frau gerade geholt. Auf euch. Die sind schon mal lecker. Mm. Mhm. So, und jetzt nehmen wir unseren
Super saftig. Guck mal hier näher ran. Also da ist noch richtig, seht ihr das? Richtig was drin. Ja, ich weiß nicht gar, was ich machen soll, aber nee. Ich habe eine Idee. Ich hole mir kurz mal so ein Küchentuch, bevor die Suppe wieder anfängt zu laufen. Ja, und sag jetzt mal auf euch und dann probiere ich mal. Ja. Rein damit. Oben ein bisschen knusprig, unten ein bisschen weich. Ja, so passt alles zusammen. Mit Ketchup, mit Pommes, mit dem mal anders, ne? Sehr cool. Gefällt uns, gefällt mir gut. Für unsere beiden Kinder, der eine mit Zwiebeln, eine ohne, eine mit Gurke, eine ohne oder so. Auf jeden Fall haben wir sie richtig gebaut. Ja, wenn euch dieses Video und auch dieser Big Mac mal anders gefällt, dann gerne Daumen nach oben, wohlwollende Kommentar, wäre cool. Abo nicht vergessen, ganz wichtig. Glocke aktivieren. Und bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue Dino Grill am Fuß des Wiegengebirges. Macht's gut. Echt lecker.